Hallo Freunde, einen recht schönen guten Morgen wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing. Denn ich war mal wieder shoppen, meine Lieblingsbeschäftigung in letzter Zeit, und ich habe eine ganze Menge Sachen gefunden und die möchte ich euch heute hier gern zeigen. Deswegen ändere ich mal kurz meine Zähne, gehe in den Unboxing-Bereich und hier neben steht eine Riesenkiste. Da sind eine ganze Menge kleine Sachen drin. Hier ist sie, wie ihr seht, die ist knallvoll. Ich war einmal bei einem meiner Lieblingsdiscounter, wo ich ein paar Lego-Sets geholt habe. Und ich war in einem, sagen wir mal, Billigmarkt, der auch zu einem Filmgenre passt, oder der den Namen eines Filmgenres trägt, nämlich Actionfilme. Um das mal so ein bisschen zu umschleiern, Dauerwerbesendung ist angegliedert. Da habe ich ein paar Sachen gefunden und das zeige ich euch jetzt hier mal. Zum einen, ich stelle das Ganze ein bisschen erstmal so ein bisschen weg, weil ich werde den Platz hier auf dem Tisch brauchen. Bei meinem Lieblingsdiscounter, wo ich einkaufen bin, habe ich ein paar Lego-Sets gefunden. Jetzt keine original verpackten, aber in Tüten. Und zwar habe ich zum einen mal ein Set aus der City-Reihe gefunden. Das ist dieses hier. Die Sets waren relativ günstig mit knapp 4 Euro. Deswegen habe ich da auch ein bisschen zugeschlagen. Wir haben ein Set von Minecraft. So, dann haben wir ein Set von Ninjago. Da habe ich auch schon ein paar andere Sets gehabt. Das kommt dann dazu. Und was ich in der Form in Tüten nicht gefunden habe, ist ein Technik-Set. Das ist jetzt vom Lichteffekt her ein bisschen doof. Ich zeige das mal hier noch in die Kamera. Vielleicht geht das hier besser. Die baue ich dann noch irgendwann auf. Jetzt stelle ich erstmal die ganzen Sachen vor und die Einzelvideos zum Aufbauen, die folgen natürlich dann später. Soweit zu den Lego-Sets. Dann haben wir noch Puzzlesets gefunden, oder beziehungsweise ich habe Puzzlesets gefunden. Und zwar, ich hätte noch viel mehr mitnehmen können, aber ich dachte mir, so 5 Metall-Puzzlesets reichen. Ich habe so ähnliche schon mal gehabt, und zwar aus Metall. Ihr seht sie einmal, ihr seht sie nicht richtig, hinten im Regalchen. Ich blende sie euch hier unten mit ein. Und dann seht ihr, was wir bereits gemacht haben. Und das waren relativ kleine Sets. Das sind natürlich auch kleine Figuren. Ist ja logisch, oder kleiner. Ja, das waren Flugzeug, 2 Flugzeuge dabei, ein Truck, glaube ich, noch. Und noch irgendwas. Ihr seht es hier unten gerade. Ich habe zu einem, und diesmal sind es etwas größere Sets, nochmal ein Flugzeug gefunden. Und zwar dieses hier. Die Teileanzahl ist auch relativ hoch. Das sind 106 Teile bei diesem Set. Unter anderem, und so eins hatte ich noch nicht, weil da ist auch eine Funktion mit dabei, so wie das aussieht, weil man kann das bewegen. So ein Abschleppwagen mit 144 Teilen. Und ihr seht hinten bei diesem grünen Ding, da ist eine Kurbel dran und dann kann man hier natürlich auch das Ganze hier bewegen. Fand ich sehr interessant. Das habe ich mir geholt. Die waren auch nicht teuer. Die lagen, glaube ich, bei 4 Euro, 3,99 das Stück. Und was haben wir noch? Ja, wir haben hier nochmal einen Truck mit 112 Teilen. Und ich habe mir, das ist eines mit den wenigsten Teilen, einen Rennwagen. Entschuldigt bitte, wenn das so ein bisschen blendet dabei. Und zu guter Letzt habe ich hier noch einen Bagger. Den habe ich mir auch geholt mit 108 Teilen. Und auch die werden wir in einzelnen Videos aufbauen. Die kommen dann immer nach und nach. Ich werde auf YouTube jeden Tag jetzt inzwischen ein Video hochladen. Also täglich kommen jetzt Videos hoch. Ob das jetzt Bauvideos sind, ob das Unboxings sind, ob das Spiele sind. Auf jeden Fall jeden Tag ein Video ist geplant. Ich hoffe, dass ich es zeitlich packe.
So, dann habe ich, und davon haben wir auch schon ein bisschen was, Figuren, also beziehungsweise, ja, es sind auf jeden Fall Figuren, aber als Radiergummi. Und wir haben schon eine ganze Menge von Disney, die ich jetzt gerade auch hier mal unten einblende. Also hier unten seht ihr die. Die haben wir bereits, da fehlt ja noch eine Figur. Ich hoffe, dass ich die diesmal dabei habe. Und wir haben von Marvel Figuren gehabt. Momentan einer habe ich gestern schon ausgepackt. Das ist dieser Goblin hier unten eingeblendet. Und wir haben welche von Marvel dabei. Da habe ich aber erst eine Figur, weil da war nur noch einer damals da. Ihr wisst Bescheid, er wird gerade eingeblendet. Und was ich noch gefunden habe, ist, ich glaube, ich habe vier Themengebiete. Ich mache mal hier ein bisschen Platz. Und pack das mal hier rüber. Und ja. Entschuldigung für die Lautstärke. Ihr seht das hier neben in der Kamera. Ja, ich habe richtig zugeschlagen. Und zwar habe ich mir, ich sortiere die jetzt mal ein bisschen. Nein, wir haben drei Themengebiete. Wir haben drei Themen. Nämlich einmal ich blende jeweils die Figur nochmal dazu ein, wenn ich euch das Ganze sage, was ich habe. So, ich habe insgesamt habe ich 30 Mal das Ganze geholt. Die waren relativ günstiger. Dafür danke auch für den Tipp. Bei meinem letzten Fundgrube-Video hat jemand drunter gepostet, dass es diese Figuren auch bei diesem filmbasierten Genre-Discounter diese Sachen auch für 1 Euro gibt. Das stimmt. Vielen Dank dafür. Und ich weiß jetzt nicht mehr deinen Namen. Ich müsste jetzt schauen, wer das war. Ich mache das mal kurz. Ich blende das dann hier kurz aus. Jetzt weiß ich auch, wer das war. Tinchenbienchen94. Die hat mir nämlich unter meinem letzten Fundgrube-Video gepostet, dass es diese Figuren, ich habe die damals für 2 Euro das Stück gekauft, auch bei für 1 Euro gibt. Und da habe ich diesmal natürlich zugeschlagen. So, ich blende gerade nochmal die Disney-Figuren hinten hin. Das dürfte es passiert sein. Und wie gesagt, mir fehlt eine Figur. Ich habe hier 9 Mal, nee, 8 Mal. Mehr waren leider nicht da, sonst hätte ich wesentlich mehr genommen. 8 Mal diese Disney-Figuren. Und mir fehlt da noch ganz genau nämlich Daisy. Die hier oben fehlt mir. Dann habe ich die 8 komplett. Ich hoffe, das Glück habt, dass sie hier irgendwo dabei ist. So, dann haben wir hier einmal Marvel. Hier unten, die Figur, müsste da sein. Habe ich mir insgesamt 10 Mal das Ganze geholt. Und ich weiß nicht, wen ich jetzt da habe von denen. Es sind 6 Figuren abgebildet, also denke ich mal, es gibt davon 6 Stück. Wen habe ich denn davon? Jetzt muss ich selber gucken. Ich hoffe, dass die wirklich dabei ist. Nicht, dass das eine andere Serie jetzt ist, eine neue Serie. Ich hatte einmal Captain America. Und seht es ja. Und von Marvels Spider-Man gibt es das Ganze auch. Hier unten ist das Abbild. 2 Figuren habe ich. Den habe ich gestern ausgepackt. Den hat man letztes Mal dabei. Da gibt es insgesamt 7 Figuren. Ich glaube, das ist eine neue Serie.
Wäre ärgerlich. Da muss ich noch mal gucken, ob ich die alle kriege. Von der Spider-Man-Serie. Da hatte ich wirklich den Green Goblin mit der pinken Maske. Oder der pinken Haube. Oder ist das rosa? Nee, rosa ist nicht pink. Und natürlich den schwarzen Venom. Den hatten wir letztes Mal dabei. Da habe ich mir insgesamt 12 geholt. Ich habe wirklich das komplette Regal leer geholt. Es war noch Frozen drin von Disney, hat mich nicht so sonderlich interessiert, die habe ich da gelassen. Und es waren Minions drin. Minions hätte ich gern genommen, aber ich bin am überlegen, ob ich meine Minions-Sammlung, außer die Lego-Sammlung, aufgebe. Ich habe draußen im Wohnzimmer ein Puzzle. Das ist ein 4000er-Puzzle. Und da habe ich mir unten drunter eine Leiste gepackt. Wenn ihr mein Video schaut mit der Rumtour, da seht ihr das. Das findet ihr auch auf YouTube. Müsst ihr mal in der Suche suchen, Rumtour. Und ja, da seht ihr die ganzen Minions-Figuren und das werden so langsam überhand viel. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich mich davon trenne, weil ich stehe erstmal stehen sie wirklich nur rum, es sind Staubfänger und ja. Es sind also Eierfiguren Minions, es sind Knetfiguren Minions, es sind Maxi-Eierfiguren Minions. Deswegen bin ich da wirklich am Überlegen, ob ich die irgendwie mal so in nächster Zeit wegkippe. Ja, Freunde, das war's, was ich gefunden habe. Ich freue mich schon riesig auf die Aufbauvideos, denn die werden jetzt so nach und nach auch folgen, solange ich dieses, ja, das andere fertig habe, was ich noch vorhabe und schon aufgenommen habe. Unter anderem, wenn ihr das Video heute seht, heute Abend um 17 Uhr auf Twitch, es gibt das neue Life is Strange True Colors, das ist der dritte Teil. Den fange ich heute an zu spielen auf Twitch, auf meinem Kanal. Kommt mal vorbei und ja, wir machen uns einen schönen Abend. Es gibt noch ein bisschen was, was ich, wie lange ich mache, weiß ich nicht. Es gibt noch ein bisschen was an Lego, was ich bauen will. Zum einen hatte ich vor 3 Tagen Geburtstag. Und meine Frau hatte mir Lego-Sets geschenkt, und zwar immer die mobile Base von Lego aus der Batman-Serie und einmal nochmal ein Batmobil aus einer Classic Edition. Vielleicht bauen wir die heute Abend noch mit auf. Wir schauen mal, wie weit wir kommen. Mal gucken, wie Life is Strange ist und wie lange ich daran dranbleibe. Vielleicht zocken wir es auch einfach durch, kommt einfach mal vorbei, dann wird es auf jeden Fall einen langen Abend. Ich würde mich freuen, wenn er mal Hallo sagt. Und ja, dann sehen wir uns einfach dann heute Abend. Macht's gut. Tschüssi.